Yes, right for Asian Road. You see, it's absolutely easy. I think an old man must, also ein alter Mann wie ich, muss in der Lage sein, wieder so zu malen wie ein Kind. He says, an old man, that's what he says, like him, has to be able to paint again like a child. Mm. Yeah. And with happiness, with I'm a joy to paint. It's the same I make. So, or singing. Wake up, boys! The raggedy man did a hard time. The raggedy man is in a hard time. The raggedy man is in a hard time. But his money's gone. The no-ho man did a hard time. The no-ho man is in a hard time. The no-ho man is in a hard time. When his money's gone. But you and me see the hard time. But you and me see the hard time. But you and we see the hard time since we was born. Oh, fantastic. Fantastic. Danke. That's the Nietzsche song I heard 1950, with 19 years, in the ruins of Dresden. And the first singer from USA, Aubrey Panke. And I was in an old room, all ruins, and he stand and sing this song. And I was like, after this time of Nazism, you know, after this war, death and destruction, an artist in the so many thousands of dead men in the ruins of death. And then this man said, like Robson, anything. And wake up, boy, spit on rock, and back me, but it's 4 o'clock. I wouldn't call you such death. On me, for me. And I try to find him. I find in one of the Einstein Klein Hotel was stuck. Was only a small hotel that was still standing, basically. Und ich gehe zu ihm und bitte ihn und mache eine Zeichnung für ihn und eine mit Kohlen from charcoal, so und für mich. And one for myself. Und schenkt mir ein kleines Buch, ein kleines book. Und ich kann keine Noten, aber andere haben mir das vorgespielt. Read the music. Und dann habe ich zwei, diese Songs habe ich damals mit 19 Jahren gelernt. And so with the age of 19, that's how he then learned these songs. Aber ich habe eben so, also Brechtlieder, ne? Ihr Herren, die ihr uns seht, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Erst muss es möglich sein, auch kleinen Leuten vom großen Brot Leipzig ihr Teil zu schneiden. Und all diese Songs habe ich gesungen als Junge und wollte eigentlich Sänger werden. I think you are a singer. Und die Winterreise von Schubert, ne? Ja. Der du so lustig rauschtest, du heller wilder Fluss, wie müd bist du geworden? Und so weiter, ne? Und ich sag Ihnen, wenn man solche Dinge, auch große Gedichte, große Musik, große Musik von Bach, große Musik von den Größen, von Mozart, aber auch von Charlie Mingus, und von, wenn man das in sich hat, und wenn man die Gedichte, dann kann man so malen. Allen Leuten, die es wissen, sage ich, ja, wenn ich bin immer dankbar, für diese Impulse. Und die Hauptdinge sind bei mir musikalisch. Das habe ich von meiner Mutter. Most of the things are what they center on music. Meine Mutter war eine große, geniale. Die muss Hausfrau sein, aber die wäre die größte Sängerin. She had to be a housewife, but she would have been the greatest singer ever. But she never had the opportunity.
Ich war im Irak vor 1979, nicht? Zu Gast, in Basra, in Babylon. In Basra, in Babylon. Und dann in Basra nachts in einem Hain unter Palmen von ganz reichen Leuten mit Turban gaben ein Gastmahl und spielten auf Instrumenten. Und dann sagten die zu uns, und jetzt singen sie auch. Nein, nicht ein Instrument. Und dann habe ich gesungen in dieser Nacht von Basra. Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab, dem Sterben seine Buhle einen goldenen Becher gab. Und so weiter. Es ging ihm nicht darüber, er lehrt in jeden Schmaus, die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Das ist aus Goethes Faust, also von dem Freund von Goethe, Zelter. Goethes. Ist das einfach, man singt das, die Gretchen singt das, nicht? Die Gretchen, die Grabhausgänge. Und das war so ergreifend unter den Sternhimmel von Basra. Und die Leute waren so gerührt, dass so ein altes deutsches Lied zu hören. Und ich war froh, dass ich den Mut gefunden hatte. Und jetzt habe ich keinen Mut, sondern wenn mir ein Bild so gelingt, ich singe eben gern. Ne? He loves to sing, but he's of course very pleased when you know. Und deshalb singe ich einfach. A special painting. Und gut, dass Lukas nicht da ist, jetzt sich immer. And he's happy that his son Lukas is not here. He's downstairs because he's always in bed. My son. Ah. I was in the USA on the Elite Universität in Amherst, in mehreren Kursen. Und dann habe ich auch, also dann die sind Germanisten und ganz große Filmfreaks von mir. Für sie bin ich wie Godard. Wie Godard. Very many people groups who actually follow his films. He has a big following, especially in America. Und da war es so im Gespräch, sagte eine Studentin, ihr Film, die Wand. There was one student who said, I make a film about down the Fall der Mauer, ne? About the wall or the collapse. A great film. Und damit habe ich den Europäischen Filmpreis und Filmpreise. He won the European Film Prize. Eine Art. Jedenfalls sagen die, ihr Film, die Wand. Und dann sage ich, nein, nein, der Film heißt The Wall, der heißt die Mauer. Mm-hmm. Und da fiel mir ein Brecht-Lied. Und da fiel mir ein, und das habe ich zig Jahre nicht gesungen. Und das ist ein ganz tragisches Lied aus der Mutter, ne? Und da habe ich nur wegen der Wand, habe ich auf einmal gesungen. Aber als er zur Wand ging, um erschossen zu werden, ging er zu einer Wand, die von seinesgleichen gemacht war, und die Gewehre gerichtet auf seine Brust, und die Kugel war von seinesgleichen gemacht. Vielleicht können Sie den Text mal, weil das ist eben ein junger Mann, er wird erschossen. Ne? Und während er das merkt, er, das ist alles, die Gewehre, er ist ein Arbeiter. Ne? Und er sagt, die auf ihn schießen, und die Gewehre und selbst die Kugeln sind von Arbeitern gemacht. Aber später mal wird das anders sein. Und das ist ein großer Brechpunkt, ne? Und ist er musikalisch genial. Ne? Und das habe ich zig Jahre nicht gesungen. Auf einmal habe ich gemerkt, sobald sie sagte, die Wand, habe ich auf einmal das Lied gesungen. Und was ist es dann für mich egoistisch, ein völliger Genuss, auf einmal dieses alte Lied hochzuholen. Ne? Und die waren aber alle ganz ergriffen, die haben fast geweint, die saßen da wie wow. Und das war ja gerade. Das war jetzt in USA. We just had a big trip to the USA where he was given, they made tribute to all his films, and somebody asked him about one of his films, which was about the Berlin Wall, and she had actually not said the wall, she had said something else, and in John German's Die Wand, which is just a small wall, it's not the wall. And he said, no, this is talking about the wall. And then sang a song from Brecht, which is a very moving song, and they were very moved by it. But so he can't stop himself from singing, to the dismay of his son. You see, I am a crazy boy. I'm a little bit. That's why we brought him here. You see, he's stupid. I think you're fantastic. I think you're fantastic. Also stupid. In all my paintings, in all these things, yes,
That's right. And I think the nature, I think, thanking nature for giving him these tools. Die Dinge in der Kindheit gewinnen. And for the things he jeder Stau, jeder Stein, for every stone, die Tiere, every animal, die Berge, mountains, und die Bauern, wie sie auf dem, wie sie, man kann, das ist wie tanken, ne? Also wie ihr so ein Auto. Just see him walk on his, yesterday we walked through Armenia Street and your house. Und es ist ein ewiger Schatz und man muss just aber soaking up everything like a sponge. Und man muss aber allen dankbar sein. But you have to be grateful for everything that you see. Das wenigste ist von mir. Das nothing comes from me, die Gabe meiner Mutter. From nature, it's das Beispiel meines Vaters. Dann was mich der Krieg, der traurige Krieg gelehrt hat an Demut. Experience during the Second World War, where he really understood what the Germans also had done, and his fatherland, of course. Und neben meinen Bildern habe ich ganz berühmte Filme über schwer arbeitende Menschen gemacht. Mm-hmm. Like I explained, he very often films the little people who are normally not shown. And that's what he's filmed about. People who normally don't get shown. Und das ist warum, weil wir nach dem Krieg nur gehungert haben, gehungert. Nicht nur, they had nothing, absolutely nothing. Nicht zu essen, no clothes, keine Holz, Zucker. Und da war ich so dankbar, dass so die anderen arbeiten, die auch nichts hatten, dass die gearbeitet haben. And the others all worked. Und dass ich dadurch mal was zu essen bekam und so. Continued. Und das ist meine Filme, ist der Dank für die andere Arbeit. He's thankful to these people, he's paying tribute to the little people. Und deshalb ist mein Leben reich. And that's why his life is very rich. So, I'm a rich man. You are. I make a performance.